Sicht total wichtig ist und was wir, wo wir den größten Handlungsbedarf sehen, ohne eine vollständige Liste zu haben, das ist, glaube ich, Transparenz. Ich glaube, es ist elementar, um auch Kostensteigerung zu verhindern, dass man mehr Transparenz in der Planungskultur hat. Das ist, glaube ich, ein zentraler Bereich, auch gerade für das Parlament, aber auch die Frage, wie weit kann das, die Transparenz für die Öffentlichkeit hergestellt werden. Daran schließt an das Thema Bürgerinnenbeteiligung. Also wie kann man gerade bei Großprojekten im Baubereich dafür sorgen, dass man eine demokratische, transparente und am Ende dann auch effiziente Bürgerbeteiligung hat, damit man nachher auch wirklich Alternativen diskutiert, Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden können. Das dürfen keine reinen Showveranstaltungen sein. Die können aber dann, wenn es ernst gemeint ist, zu mehr Akzeptanz führen, nach auch Planungsprozesse beschleunigen und dafür sorgen, dass man ein besseres Ergebnis hat. Das kann auch nachher zu Kostensteigerungen führen. Das kann aber auch helfen durch die Kompetenz von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ja häufig sehr engagiert einbringen in Bürgerinitiativen. Das kann auch dazu helfen, dass das vermieden wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und im Gegensatz zur Bundesregierung glauben wir eben auch, dass es sinnvoll ist, dann Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr zu beteiligen, auch im Bereich von, wir sind ja auch bei Bündnis 90 Die Grünen, im Bereich von Umwelt, Naturschutz, Auswirkungen von Bauten, die wir auch mal betrachten müssen, ist es, glaube ich, falsch, wenn die Bundesregierung dann auch verlautbart, dass zum Teil das der Großteil der Kostensteigerung ist, weil natürlich diese Kosten anfallen für Umwelt- und Naturschutz, wenn wir bauen, da muss man gucken, dass das möglichst gering ausfällt, die Belastung für die Natur, und diese Kosten dürfen nicht externalisiert werden, die müssen natürlich dann auch mit einberechnet werden. Und das, da bin ich beim Thema ehrliche Kostenplanung, was, glaube ich, ein zentraler Bereich ist, über den man politisch reden muss, wie kann man dafür sorgen, dass wirklich von Anfang an Kosten ehrlich betrachtet werden und dafür sorgen, dass nachher dann wir keine Schönrechnung und Niedrigrechnung haben, um Projekte zu realisieren. So, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, wie man dafür sorgen kann, dass wir da ehrlicher als Bund auch kalkulieren. Was sind da Möglichkeiten im Haushaltsrecht? Was sind da auch neue Ansätze? Das wollen wir diskutieren. Wie können wir zum Beispiel eventuelle Risiken mit einplanen, Puffer mit einplanen? Was ist ein sinnvolles Controlling, Risikomanagement? Das sind Themen. Und das bewegt sich aber im Zielkonflikt und im Spannungsverhältnis auch dazu, dass wir natürlich nicht wollen, dass dann Risikoabschätzungen und Puffer maximal ausgenutzt werden von großen Bauunternehmen, um dann irgendwie möglichst viel Profit zu machen und Steuergelder zu gewinnen. Also dieses Zielkonflikt haben wir auch, dass wir nicht wollen, dass nachher das ausgenutzt wird, sondern wie können wir auch dafür sorgen, dass es trotzdem für den Bund nachher die sinnvollste, qualitativ sinnvollste Maßnahme ist, aber auch wir mit dem Steuergeld sinnvoll umgehen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt im ganzen Bereich ist Thema Ausschreibung, dass man da die richtigen Anreize, richtigen Strukturen setzt und nachher aber auch das Controlling und die Begleitung auch vom Bund, die in dem Fall dann zentral ist. Über das alles wollen wir reden. Die Referenten werden darauf noch viel genauer auch eingehen. Sie können sich natürlich gerne an Diskussionen beteiligen. Einen wichtigen Hinweis habe ich noch, bevor ich dann an meinen Kollegen Chris Kühn übergebe, für die Debatte. Wir haben hier im Kontext von Herrn Lauber eine Bild- und Tonaufzeichnung. Sie sehen die Kollegin dort an der Kamera auch. Wenn Sie, das wird nachher auf YouTube gestellt, glaube ich, auch und weiter verwendet. Wenn Sie nicht aufgezeichnet werden wollen bei Ihrem Statement zum Beispiel, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen, dann ist das völlig in Ordnung. Dann müssen Sie es einfach nur kurz vorher sagen, bevor Sie was sagen, und dann wird das nicht aufgezeichnet. Nur, dass Sie das wissen und darauf dann eingehen können, können natürlich gerne auch bei Ihrem Statement gefilmt werden. Ja, und jetzt freue ich mich auf die Inputs der Referenten und freue mich auf eine spannende Debatte und Fachgespräch mit Ihnen. Vielen Dank.